Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine neue Verheißung aus Jesaja 57, Vers 19. Und da steht, will ich Frucht der Lippen schaffen. Also er will Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe. Also egal, wo du bist, spricht der Herr. Denn er spricht diese Verheißung aus. Und jetzt wiederum, und es gibt so viele Verheißungen, die darüber sprechen, ich will sie heilen. Er will dich heilen. Das sagt er hier eindeutig, egal wo du bist. Er ist bereit, das zu tun. Und Jesus starb dafür, damit du Heilung erlebst. Die Frage ist nur, können wir das glauben? Jesus sagt an einer Stelle, glaubet nur und das wird widerfahren. Es wird euch widerfahren. Ich wünsche, dass du diese Verheißung wieder mitnimmst und dass sie dich stärkt, aufbaut und dass du weiterkommst, aber auch, dass du diese Verheißung weitergibst für diejenigen, die diese Verheißung brauchen. Ich wünsche dir Gottes mächtigen Segen. Alles Gute für diesen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.